Tausende Crowd-Investoren haben jahrelang darauf gehofft, dass sie auf den Markt kommen. Jetzt sind die ersten Übersetzungskopfhörer ausgeliefert worden. Sie sollen wie ein Dolmetscher im Ohr funktionieren. Bei unserem Test gab es einige Probleme und Überraschungen. Ich habe mir jetzt gerade die Waverly Labs App runtergeladen, die man ja für die Nutzung der Kopfhörer braucht. Und die ist auf Russisch bzw. auf Englisch. Ich wurde jetzt dazu aufgefordert, die Pilots mit Bluetooth zu verbinden. Oh, das hat aber offensichtlich gerade nicht geklappt. So, es gibt jetzt die Option One-on-One-Conversation oder Group-Conversation. Wir machen jetzt eine One-on-One-Conversation. Jetzt versuche ich mich mal als Gast einzuloggen. Dafür müsste ich jetzt einfach nur diesen QR-Code einscannen. So, es hat uns jetzt einige Mühen gekostet, um jetzt hier die Verbindung herzustellen. Wir mussten dann auch ein bisschen mit der Bluetooth-Verbindung hin und her zaubern, die Konversation wieder von vorne starten. Er fragte mich, are you actually straight? Woraufhin ich jetzt die Übersetzung bekommen habe, bist du eigentlich hetero? Zumindest klappt die Übersetzung andersherum. Von Deutsch zu Englisch funktioniert nicht so gut. Darum haben wir es nochmals im Test mit einer anderen Fremdsprache probiert. Ich arbeite in einem Verlag. Ja. In etwa, worüber man redet, aber zwischendurch wurden dann immer auch wieder irgendwelche Wörter eingeblendet, die man gar nicht gesagt hat, die man überhaupt nicht zuordnen konnte. Das funktioniert schon. Aber ob es besser funktioniert als Google Translate, das würde ich bezweifeln.